Die Idee hatte ich schon vor dir. Das ist eine super Idee. Mensch. Hatte ich aber leider schon. Nee, finde ich eine blöde Idee. Nee, würde ich dem Chef nicht so anbieten. Chef, ich hätte da mal eine Idee. So, wer hat denn mal Ideen? Ideenklau. Lorbeereneinheimser. Sich mit fremden Federn schmücker. Ideenklauer. Das sind widerliche, furchtbare und unangenehme Zeitgenossen. Und das passiert ständig. Jeden Tag stecken sich irgendwo Kollegen schimmernde Federn ins eigene Gefieder, die sie herumstolzieren lassen wie ein stolzer Pfau. Sie selbst aber haben, wenn wir mal ehrlich sind, nur ein paar blasse, verkümmerte Federstummelchen zu bieten. Ich zeige dir, wie du ihnen die Federn wieder ausrupfst. Warte mal, bevor ich in Medias Res gehe und die Geschichte jetzt spinne, so mit den unterschiedlichen Möglichkeiten, eins vorweg. Also, es gibt einen Unterschied, wie Männer und Frauen mit Informationen umgehen. Frauen informieren, um Inhalte allen Beteiligten bereitzustellen, und das machen sie offen und in gutem Glauben ausführlich. Männer dagegen gehen mit Informationen anders um. Sie wählen, welcher Teil der Information wofür nützlich ist und platzieren es dann so, wie sie es für richtig halten. Das ist ja evolutionsbedingt auch ganz nachvollziehbar. In der Steinzeit ging es für Frauen, die sich um den Zusammenhalt in der Gruppe gekümmert haben, eher darum, anderen Stammesmitgliedern ausreichend Information zu liefern, wo das große Bärenfeld ist, welche Bären es dort gibt und ob es genügend für alle gibt. Männer mussten von jeher nur informieren: Da, Büffel, Angriff jetzt! Beim Ideenklau gibt es unterschiedliche Varianten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der Ideenklauer greift zu, sobald sich ihm die Gelegenheit bietet. Das kennst du bestimmt. So war wie ein Kleptomane. Ich habe hier mal drei Situationen für dich angeführt, die so oder so ähnlich leider immer wieder passieren. Also, nehmen wir an, dein Team wird verdonnert, das Jahreskuschel-Event der Firma zu organisieren. Alle sollen sich wohlfühlen, es soll wie jedes Jahr noch besser als das vorangegangene werden. Du hast eine tolle Idee für ein Highlight, bist dir aber unsicher, ob es das Richtige für das Event ist. Deswegen gehst du zu einem Kollegen, der ebenfalls in das Projekt eingeweiht, also involviert ist, und erzählst es ihm. Du, ich habe da so eine Idee, wir könnten doch eine Lasershow machen lassen und die Geschichte der Firma von Anbeginn bis jetzt in die Sommernacht strahlen lassen. Ich habe das schon mal gesehen, da wird so ein großer Bereich vor der Location eingenebelt und beleuchtet. Das ist total schön. Entweder sagt er nun: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Oder er sagt: Ja, ich weiß ja nicht, ob das wirklich so gut ankommt. Beim Meeting ergreift dann der Chef das Wort. Also: Wer hat eine Idee? Jetzt meldet sich dein Kollege und sagt: Ich habe eine Idee. Die ist mega. Die übersteigt an Emotionalität und Kreativität, alles bisher Dagewesene. Wir werden eine Lasershow machen und die Geschichte der Firma von Anbeginn bis jetzt in die Sommernacht strahlen lassen. In eine Nebelwand. Also es bringt jetzt gar nichts zu sagen, dass du die Idee schon hattest. Wer soll dir das jetzt noch glauben? Und was bringt's dir jetzt? Außer, und jetzt kommt die Körpersprache ins Spiel, du lässt deine ehrliche Entrüstung jetzt raus und sagst geschockt: Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das habe ich dir vor 2 Stunden erzählt. Und dann noch ein ungläubiges, mitleidiges Kopfschütteln danach, dann dürfte jedem klar sein, was hier läuft. So. Tipp. Halte deine Ideen zurück, bis der Richtige bereit ist, es zu hören. Zweite Variante: Du bringst deine Idee beim Meeting. Alles an der Körpersprache des Chefs sagt, er findet die Idee toll. Und plötzlich ergreift dein Kollege das Wort.
Ja, das hatte ich ja auch schon überlegt. Allerdings, Sie haben vergessen, dass das Wetter und der Wind die ganze Sache kippen kann. Deswegen habe ich einige eigene Ideen für Locations, bei der die Show im Innenhof stattfinden kann und windunabhängig ist. Ja, okay. Was du jetzt nicht tun solltest, ist, geh niemals mit halbgaren Ideen zu deinen Kollegen. Die könnten sie nämlich gar kochen und als ihre verkaufen. Tipp: Sollte jemand versuchen, dir die Idee zu klauen, indem er sagt, die Idee hatte ich auch schon, ist jetzt der richtige Moment, deine Asse zu spielen und sie auf den Tisch zu legen. Aber haben Sie auch bedacht, dass... Und als Zusatz hatte ich mir ja noch überlegt, dass... Und als ich die Kollegen davon vorhin informiert habe und sie gefragt habe, waren alle total begeistert. Die beste Variante allerdings ist, stell dir vor, es gelingt dir klarzustellen, dass der Kollege sich hier gerade total unfair verhalten hat. Was passiert denn im weiteren Verlauf? Beziehungsförderlich ist die Situation ganz bestimmt nicht. Und die nächsten 3 Jahre kannst du dir einen anderen Platz in der Kantine suchen oder dir eine Tarnkappe überziehen, sobald der Kollege auftaucht. In Asien ist ja einer der höchsten Werte, das Gesicht zu wahren. Es ist das schlimmste Verbrechen, in einem Meeting jemanden auflaufen zu lassen, bloßzustellen, das Gesicht zu klauen. Auch weiter westlich, also in unseren Kulturkreisen, ist es nicht gerade stimmungshebend, wenn jemand vor allen anderen entlarvt oder bloßgestellt wird. Hier kommt mein wirkungsvoller Tipp, wie du das Gesicht des Ideenklauers wahren plus einen Teil der Lorbeeren einstreichen kannst. Sobald der Ideenklauer deine Idee als seine verkauft hat, spiel deinen Trumpf. Du, ich finde super, dass du meine Idee von vorhin sofort aufgegriffen hast. Das hast du richtig gut zusammengefasst. Ich hatte in meiner Vorbereitung noch eine zusätzliche Idee. Und dann bringst du die Idee. Tipp: Wenn du eine Idee hast und sie schon mal jemandem erzählen möchtest, behalte immer ein Ass im Ärmel. Ein Detail, irgendwas, was niemand anders weiß. Das kann hier in diesem Fall zum Beispiel sein, dann wollten wir noch jedem den Clip auf einem Stick mitgeben. Oder, und die Farben der Laser wollten wir in CI-Farben der Firma haben. Und am Ende sollte sich dann das Logo von unten her aufbauen. Wir wollten damit den Aufschwung der Firma symbolisieren. Nimm den Ideenklauer im Meeting souverän mit ins Boot, anstatt ihn bloßzustellen. Jetzt könntest du sagen, ich habe aber keine Lust, diesen Idioten hier mit ins Boot zu nehmen und ihm meine Lorbeeren zu überlassen. Schon gar nicht der da. Aber dein altruistisches Verhalten wird 2 entscheidende Vorteile haben. Jeder gute Vorgesetzte schätzt es, wenn sein Team zusammenarbeitet und nicht gegeneinander. Zweitens. Falls der Vorgesetzte merkt, dass hier jemand gerade deine Idee geklaut hat, du aber mehr als kollegial reagierst, wird er das insgeheim auf dein Pluskonto einzahlen. Denn zu sowas gehört eine große Portion Souveränität und innere Sicherheit. Vorsicht! Achte genau auf die Körpersprache deines Chefs, sobald dein Kollege die Idee präsentiert hat. Sollte er nämlich jetzt die Stirn runzeln, seinen Oberkörper abwenden oder den Mund zusammenpressen, lass den Ideenklauer ruhig ins offene Messer rennen. Denn diese körpersprachlichen Signale sind ein Zeichen für Ablehnung. Was machst du jetzt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist? Danach vernünftig mit dem Ideenklauer reden? Nein. Stuhlkreis bilden? Nein. Was glaubst du denn, was er dann sagt? Ach ja, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ich gehe sofort zum Chef und sage ihm, dass ich die Idee von dir geklaut habe. Nein, er wird sagen, ja, ich hatte die Idee ja schon vorher. Was du jetzt nicht machen solltest, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und deine Idee über andere Umwege zum Chef gekommen ist, nützt Jammern und Denunzieren gar nichts. Dabei greift der alte Spruch, ich liebe den Verrat, aber den Verräter lobe ich nicht, von Kaiser Augustus. Natürlich interessiert es deinen Chef, wie seine Mitarbeiter ticken. Aber es wirft ein schlechtes Licht auf dich, wenn du den anderen verrätst.
Außerdem hört kein Chef gerne, dass du es nicht schaffst, alleine mit Herausforderungen klarzukommen. Was du machen kannst? Geh danach zu dem Ideenklauer und fordere eine Gegenleistung. Auch hierbei ist die Körpersprache enorm wichtig. Jetzt ist es wichtig, dass du dich gerade hältst, ihm fest in die Augen blickst und dann kannst du sagen, gut, wir wissen beide, was hier gelaufen ist. Ich möchte dafür das und das und das. Und dann suchst du dir eine Gegenleistung, die sich gewaschen hat. Beim nächsten Mal wird er zweimal überlegen, ob er dir eine Idee klaut. Lass dir nicht deine Ideen klauen. Es sind deine. Kämpfe dafür. Übrigens, wenn ich eine Idee eines anderen Trainers oder Speakers in meinen Seminaren oder Vorträgen verwende, sage ich, das habe ich von dem und dem, eine tolle Übung, die ich gerne an euch weitergeben möchte. Und das Gleiche erhoffe ich mir auch von meinen Kollegen, von denen ich zum Beispiel immer häufiger sehe, wie sie eine weiße Maske einsetzen für gewisse Körperspracheübungen. Ich sehe euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Deine Yvonne.